Und jetzt drücken die Faschos einmal B und schauen sich an, wer Hitler ist und halten ihre Karte ins Spielfeld, damit sie gegenseitig sehen können, wer der andere Fascho ist. Sag mal, wie viele Hitlers gibt es in dem Spiel? sieben Stück. Es gibt zwei Liberals, einen Fascho und der Rest ist Hitler, oder? Ah ja, so. Genau. Ja, da ist der Server ausgelaufen. Alle spacken, ey. Gute. Ja. Zum Glück ist jetzt Adam auch da. Ja. Der ist schon die ganze Zeit da. Aber dann kommt ein anderer nicht drauf, oder? Er fehlt. Tamil fehlt. Und tschüss, Adam. Nee, Detlef ist allein schon gut. Nein, ich meine, es kommt die Elf. Weiß ich. Mir fehlt gerade auf dem Film noch mehr. Ja, wir waren 9 Leute, da fehlt doch mehr, oder? Ja, aber nur 7 hier in-game. Markus der eine zum Beispiel war auch da. Der Markus? Der Markus, genau. Der Markus. Hat hier nicht gespielt. Check ja, den denkt doch keiner. Der spielt aber schon mit, oder? Wer spielt mit? Yes. Markus. Nein, der war nicht da. Hab ich doch jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ja, aber weil er in TS war, woher soll ich das wissen? Ja, der war aber abwesend. Warte, mach weiter. Ja. Okay. Ja. Wir fangen an, ja. Da hätte ich den Typen ja gar nicht kicken müssen. Ist egal, der hat den. Tun wollte aber nicht. Ja. Ach Gott, ey, das ich. Oh. Ja. Du löscht alles. Musst du nicht einzeln wegkartieren. Also da darf ich jetzt mal. Ja, mach mal. Ich mache jetzt mal die Anmoderation fürs Video, ja? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Secret Hitler mit Sophie. Ben, ich komme nicht hinterher. Und den anderen, so, danke. David, Chris, Konsti, hi. Thomas und mir. Alter, hör auf, Chris! Hast du Ben nicht vergessen? Nein, oder nicht. Jetzt haben die Zuschauer einmal kurz Zeit wegzuschauen, wenn sie nicht wissen wollen, wer was ist. Der Stauffenberg kann sich auf Penisse zu zeichnen. Hä? Wie kommst du auf, dass es ein Penis ist? Und jetzt dürfen wir wieder gucken und ich würfel und wir können anfangen. Die richtige. Ja, ne, so. Ah, es war weiß, haben alle gesehen, oder? Ja. Ja. Alles nur Spaß. Okay. So, ich hab schon wieder krass vergessen, weil. Ja, anfangen, ich bestimme meinen Kanzler, ne? So war das. Also ich halte mich ja für eine gute Idee. Chris. Das halte ich für keine gute Idee. Alles was TGW the type of guy, der in der ersten Runde nein rausgibt. Nee, das war so ein Markus-Move. Das ist schon kommen. Was? Lol, falsches Schild. Welche Bitte haben wir beliebt? Schön. Möchtest du nicht AFK ja. sein? Ich habe nichts zu tun, oder? Nein, aber es ist allgemein ganz geil, wenn jeder da ist. Ist ein ja, dann machen wir weiter. Dann sei mal da und zieh Karten. Du machst deine Policy. Oh, David, ja, ist auf leck mich. da geht die blaue weg. Und zwei rote. Richtig. Oder zwei blaue. Sie können nicht drei Karten weglegen. Und jetzt ist eigentlich noch wurscht. Erstmal okay. Nee. Die Rap-Frog of Doom, Alter. Ah, er macht ja keinen Unterschied. Er hatte drei blaue, wette ich. Nee, ich hatte die Wahl. Achso, okay. Ja, ich habe aber eine blaue abgelegt. Ja, ich hab's doch gesagt. Okay. Hatte ich mal wieder recht. Ja.
Meint ihr, wie viele Faschos sind? Ja, wie viele Faschos sind? Zwei Faschisten, einen Hitler und der Rest sind Liberale. Okay, danke. Ja, Ben ist dran. Mitbestimmen. falsch. Nee. Faschos. Meine fucking Pink. Ach, da war gar keine Pink. Ich muss da immer nur wieder ins Spiel klicken. Wow. So 3, gell? Ja. Oder F3, nee, 3. Ich will irgendwie kein Deutschrap hören. Danke. Das geht nicht. Ich muss die einzelnen reinziehen. Wo muss ich den drauflegen? Da links oder? Ja, links, oder? Ja, ja, ich hab leider zwei rote gekriegt. Warum hast du dann so lange gebraucht, um die andere rote wegzutun? Ja, was? Ich hab's noch nicht weg, dann. Da. Wow. Alles klar. Ich hab drei rote gehabt, leider. Oder du musst mir doch wieder auf dem roten Ding, oder? Ja, ja, das war schon richtig. Oh. Irgendwie kam mir das ein bisschen lang überlegt vor, ehrlich gesagt. Ja, es war zwar roter. Er muss sich überlegen, welche Es war lange überlegt, was sie war, okay? Also. Ja, kein TKW. Das finde ich absolut nicht gut. Ich krieg gleich nur noch den roten Shit, der dann noch übrig ist von euch. Ja, weil die Karten ja nicht beendet durchgemischt sind, sondern wir das alles übrig lassen extra. Ja, natürlich, weil die Faschisten vor mir dran waren und die Blauen alle weggelegt haben. Ganz ja, offensichtlich. Naja. Ich wiederhole mich einfach nicht noch. Warte mal. Was ist jetzt? Ja, ja, du hast doch schon draußen gehabt. Die lag aber noch nicht. Ja, ist egal. Als ob es eher einen Unterschied war. Und doch, okay, man darf Thomas. Dann noch wechseln, wenn man noch nicht gelegt hat. Ich bin nicht, sorry. Mein Fehler. Der Glitch. So. Was für ein Chancellor-Schild in Ruhe meinst? Nur weil ich gerade habe. Nicht rassistisch. Ja. Ja. Mit dieser Rot heute. Achso, man muss sowieso auf den Roten legen. Ja. Oh Gott. Ja. Okay, dann. Oh ja, das macht keinen Sinn. Okay. Ich habe zwei blaue bekommen. Achso, okay. Zwei blaue bekommen. Okay, okay, dann kann ich tatsächlich sein, dass der Rot kommt. Mander Draw, okay. Aber. Wie hast du eine blaue weggelegt, oder? Ja, eine blaue. Du hast drei blaue. Das heißt, du hast drei blaue bekommen? Ja, ich hab drei blaue bekommen. Alter, ja, alle kommen nur noch rot. Kannst du das mal wieder ausmalen, wer auch immer das hier gemacht hat? Danke. Der Oberst. Ach, Leute. Ah, David, hör auf damit, ich hab genau gesehen. Ich sehe doch, dass das grün leuchtet, David. Was? Ach, nein, da, jetzt, also ich hätte dich eigentlich genommen, aber deshalb jetzt nicht. Nicht ich das haben, ich war doch gerade. Ja. Da auf dem. da. Ich will ja nicht sagen, dass ich gerade Chancellor war, aber ich war gerade Chancellor. Du warst doch nicht gerade Chancellor? Das haben noch nicht alle gelesen. Chancellor of the German Country. The best kind of country. Passt schon fast. Bin viel zu müde. Das hat sich nicht sehr spannend angehört. Oh ja, fand schon. Also, so stehe ich auch immer auf. Oh was? Das ist sowieso eine blaue. Nein. Nicht dein Ernst, alles klar, Chris ist Faschist, ich habe ihm die Wahl gelassen.
Alles klar, haben wir doch den ersten schon. Ja, lüg nicht, ich hab dich. Ich habe dich, ich habe dich. Wir wissen schon, warum wir TKW nicht nehmen, oder? Es hat nichts mit mir zu tun, ich hab ihm Rot und Blau gegeben. Präsident darf jetzt checken, oder was? Warum wird TKW gewählt? Echt mal, Chris? Was? Nein, ich werde nicht gewählt. Ich darf jetzt erstmal noch eine Karte anschauen. So, da ich Chris jetzt sicher habe, weiß ich schon mal den ersten Faschisten. Mhm. Das wäre natürlich sehr schön, wenn ich den zweiten bekomme. Ich würde gleich überprüfen, damit du dir ganz sicher bist. Ich würde gerne dich überprüfen. Tja, du mir laufen kannst aber nicht. Ich würde gerne dich überprüfen, Ben. Mich? Mhm. Ja, passt. Also ich würde mich überprüfen. Warte, was kriegst du jetzt für mich? Überhaupt keine Sinn, was? Die Party-Membership-Card. Ja. Jetzt muss ich kurz schauen, was die Party-Membership-Card ist. Die mit dem Symbol. Die, wo nicht deine Rolle steht. Nicht, wo der Charakter drauf ist. Die ohne Gesicht. Da, wo nicht Hitler draufsteht, sondern nur Faschist. Alles klar, Nummer 2. Bam, Alter, hab ich schon. Beide, yes. Ben und Chris sind Faschisten. So muss das doch laufen, Leute. Wahrscheinlich. Also, ja, wahrscheinlich. Das ist absolut richtig. Ich würde mal sagen, ach, das war nicht Hitler, aber Faschist. Chris und Ben sind Faschisten, Leute. EGW ist Faschist. Ja, lügt doch nicht. Aber wahrscheinlich nicht Hitler. Also Leute, also es, mir, es stehen jetzt Aussage gegen Aussage, aber nach unserer Logik müssen wir jetzt Chris, Ben und mich aus dem Wahlzeugs rauslassen. Warum sollten Faschisten trotzdem so einen Streit anfangen und uns gegen uns zwei stacheln? Weil ihr beides Faschisten seid, ihr Lutscher, ey. Nein. Ich hab euch direkt gefunden, ey. Das ist so muss also, das wäre jetzt. Also, es wäre echt ja. Krass, wenn er jetzt mit einer Klappschlag sozusagen. Ja, ich find's auch geil. Zwei Flügel. Kommt mir doch ein bisschen unrealistisch vor. Das jetzt, ja. Also, ach ja, jetzt ist es unrealistisch. Na, jetzt hast du das Argument vom David auch gefunden. Schon was Ben jetzt ist. Aber ich weiß, dass er mir zwei Rote gegeben hat. Dementsprechend kommt er mir faschistisch vor. Ihr habt eine blaue weggelegt. Vielleicht war es so, dass er einfach. Warte, wie war es nochmal? Bei Stauffenberg hat es rausgefunden, dann ist er in Stress gekommen, weil wir uns gar nicht geglaubt haben. Und jetzt hat er ganz schnell gesagt, dass ich auch noch Faschist bin. Nee, nee. Und ich habe auch noch die Vermutung, dass Thomas der Dritte von der Partie ist, weil ja. Ben eben sofort ja, Thomas alles, gewählt okay. hat. Aber das ist nur eine Vermutung, ich sag jetzt nichts bei Thomas. Aber bei Ben und Chris bin ich mir sicher. Hey, ganz klar. Ach, gut, ey. So, Thomas. Sie kann ich drüber Kanzler. Jo. Wen? Ja, ihr habt es noch nicht gewählt, oder? Du musst noch sagen, ja, wer stimmen, Kanzler werden soll. Oh, oh, verdammt, ja, stimmt, ich bin Präsident, ja, ist klar. Ja, voll klar, voll klar. Ja. Der Konz. Also, da werde ich jetzt Nein wählen, weil ich die Vermutung habe, dass Thomas der Dritte ist. Aber wenn du bei mir dann dir dann sicher bist, dass ich es nicht, warum lädst du jetzt? Naja. Ja, nein, das weil, ist doch voll Thomas, voll Thomas, wenn Thomas Faschist oder Hitler ist, dann kann er immer noch die Blauen wegwerfen. Da hast du jetzt nichts mit zu tun, Konz. Ja. Also das ist jetzt doch noch scheißegal, oder? Leute, hört nicht auf die. Überhaupt nicht scheißegal, ich möchte keine Roten mehr bekommen. Aber würdest du dann nicht wollen, dass jetzt noch ein Faschist reinkommt, damit du vielleicht noch beweisen kannst, damit du mehr Beweise kriegst? Nein, ich möchte einfach, dass die Blauen jetzt drankommen, ja, weil das heißt, sich gegenseitig wählen und liberale Karten einlegen. Damit ja, das funktioniert doch hinten raus nie, weil dann irgendwann die Blauen... Ja, das ist richtig, aber jetzt hier habe ich gerade was gegen Thomas. Du bist doch der Einzige da. Ja, schön. Also, liebe Zuschauer, ich hoffe mal, dass das mit Thomas auch stimmt, denn dann habe ich direkt am Anfang drei Stück rausgekommen. Du musst drei vom blauen Stapel ziehen, davon musst du eine auf den roten Stapel legen und die zwei restlichen gibst du dann. Okay. Kommst du. Und verdeckt das Ganze natürlich, ja? Also. Es sind drei rote, ohne Scheiß. Du darfst jetzt noch nichts sagen. Du darfst da noch nicht drüber reden. Ja, also Konsti kann nichts dafür, sag ich jetzt schon mal. Du darfst aber nichts sagen. Aber es ist schon klar. Du darfst einfach nicht reden. Ja, aber trotzdem. Einfach nicht labern. Warum nicht? Warum darf ich das nicht sagen eigentlich? Weil wir davon beeinflusst werden könnten. Von ja, aber man beeinflusst... Es kommt ja drauf an, was Konsti dann weglegt. Ja, richtig. Ja. Weißt du, wenn du zwei verschiedene gehabt hättest, ich meine, ich habe jetzt zwei rote gekriegt, aber wenn du mir zwei verschiedene gibst und du sowas sagst, weil wir beide Faschisten wären zum Beispiel und ich kann ja, dann ganz quellig die Blauen weglegen und alles sind so, okay. Ja, aber falls es... Ich habe, wenn du sagst, ich habe zwei verschiedene gezogen und die, dann überlässt du Konstit die Wahl, dann hat er kein Spiel mehr, kein Spielraum mehr. Ja, weil wenn er dann die rote legt, dann
wissen alle schon, dass er ja gelogen haben muss, weil du vorher das gesagt hast. Es kann natürlich auch gelogen gewesen sein, aber trotzdem, das ist halt... Ja, stimmt. Woher wissen wir, dass er drei Rote hatte? Ja, der hat auch nicht drei Rote. Der ist einfach Faschist oder Hitler. Ja, aber du. Aber glaubst du nicht selber, dass ihr auf die Idee kommen, wäre so schnell zu sagen? Also so viele Fehler. Natürlich, viele genau, damit du genau jetzt das sagen kannst, hast du gesagt, ich habe drei Rote gezogen, damit du sofort dich verteidigen konntest. Ich kenne den Thomas so gut dafür, dass ich dir das jetzt abkauft habe. Das ist immer noch eine Vermutung bei Thomas, aber sie festigt sich halt bei jedem Mal. Nämlich Vermutung. Ah ja, finde ich gut, dass nicht mehr die Liberalen Thomas, du darfst den aussuchen, du musst es nicht nach drei machen. Ja. Ja. Ach ja, ja, stimmt. Ah ja, das ist jetzt die dritte Runde. Du darfst wenn jetzt den Präsidenten auswählen. So, da kannst du kurz lesen. Ja, aber das ist jetzt nur, dass er kann. Dass er kann immer aussuchen, oder wie? Genau. Ja. Ja. Präsident. Was ist das? War das so viel? Ich war. Naja, okay. Ja. Oder warst du schon mal Präsident? Ja, ich war schon mal. Wir waren eh beide schon. Bist du nicht. Also, Ben, Chris und mich bitte rauslassen. Da du dich selbst dazu nimmst, finde ich das sogar okay. Ja. Jawohl, sehr schön. David, der hätte auf sicher geschätzt. Ja, gegen David habe ich auch nichts. Ich meine, ich habe noch nicht gelegt, aber... Achso, sorry. Ja, es ist hier schon 4 Jahre. Ja, dann lege ich jetzt meinen Namen. Ja, gegen David habe ich auch nichts. Ja, ich... Scheiße. Easy. Okay, aber es war ein bisschen Chris, so ein Scheiß, ey. Ja, er hat's alle schon gelegt habt. Ich hab's mir eh gedacht, weil wenn du so sagst, euch drei raus, bleibt nur er übrig. Ich bin davon ausgegangen, dass du auch Fasche wärst in der Hitler, aber ich habe mir gedacht, das kann nicht so einfach sein. Es und wie dann so gut, auf einmal alle sofort mitgehen, war ich so, na. Ne, es war so gut, dass TGW gesagt hat, ja, lass uns alle drei raus, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das David dann pickt, ist so viel größer. Ja, 100%, wenn du mal weglässt. Alter, was war denn das für eine Runde, ey? Easy win. Das könnt ihr jetzt nicht schon wieder mir nicht. Ganesha kannte da jetzt eigentlich überhaupt nichts für. Richtig. Das braune Eck. Also als Ganesha hat zwei Faschisten aufgedeckt in einem Zug. Ich hab Und jetzt hat er nur so viel gesagt, dass sie Hitler wählen soll. Ich hab nicht gesagt, sie soll David wählen, ja, ich hab gesagt, sie soll... Er hat genau das gemacht, was wir sonst auch immer machen. Dass die in dem Konflikt verwickelt sind, dass die rausgelassen werden. Genau das hat er gemacht. Aber es hat keiner irgendwie wieder... Ja, aber das ist jetzt nicht aber Ganesha darf mich beschuldigen, also er könnte ja alle beschuldigen, dann würde er jeden Einzelnen finden. Aber... Es geht ja nur um solche Konflikte, wie wenn jemand behauptet, der andere hätte eine blaue weggelegt oder das zum Beispiel sowas wie... Ich musste die rote hinlegen, ich dachte mir, shit, sonst ist das bald aus. Ja, so schnell geht das nicht, es ist auch noch nicht verloren, wenn 4 blaue und eine rote da liegen. Das war die einfachste Hitler-Runde, die ich je hatte, ich musste nichts machen, ich musste nur... Ja, wenn du so gute Faschisten ich hab dir auch direkt gesagt, wer die Faschisten sind, Mann. Ja, brauchst das du gar nicht selbst rausfinden. Bitte, bitte. Geil, alles klar. Ja, okay. Meine eine geile erste Runde. Die nächste Runde, Boys. Ja. In die zweite Runde gehen wir jetzt nicht so leichtgläubig und denken ein bisschen nach, wenn schon so weit ist, dass Hitler gewinnen kann, okay? Ja, das war aber echt einfach, weil sonst hieß immer, Moment, Leute! Ab jetzt kann Hitler gewinnen. Und dann so, ah ja, stimmt. Und dann, nein, ja, aber jemand war nicht so überzeugt von sich. Ich hab ja auch recht gehabt. Immerhin, der hat 2 Faschisten gefunden, das muss man... Na, nicht nein, Konsti, ich habe recht gehabt. Falsch gemacht. Ach, halt's Maul, jetzt fang nicht wieder damit an, genau wie beim letzten Mal, das ist totaler Bullshit. Das stimmt überhaupt nicht, dass er alles falsch gemacht hat, was er falsch machen konnte. Stimmt absolut überhaupt nicht. Das ist genau wie beim letzten Mal, da haben Ben und Konsti ja auch wieder direkt da angefangen. Du bist der schlechteste Liberale, den ich je gesehen habe. Er hat mehr rausgeholt als die letzten Liberalen in den letzten Runden. Ich bin schade, dass Ruffy heute nicht da ist. Mit dem hatte ich immer so viel Spaß. Ja. Außerdem, Konsti, warum hast denn du nicht festgestellt, dass David ja Hitler sein könnte? Weil 5 Karten schon da lagen. Nein, und umgedreht waren. Bin froh, dass Ruffy nicht das sagen überlegen hat. Also, deswegen hätte ich sicher schon 10-mal verdächtig, weil er so langsam reagiert hat. Haben wir zum Glück ja gar nicht. Ja, aber der hat es aber 10-mal gemacht. Gut. Hast du eigentlich abmoderiert genannt? Nein, ich muss noch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss.